Die aus der Ukraine stammende Autorin Marianna Gapunenko bekam für ihren Roman »Wer ist Martha?« im Jahr 2013 den Adelbert von Chamisso-Preis. Im März 2015 war sie mit der Unterstützung des Goethe-Instituts zusammen mit Klaus Hübner vom Sekretariat des Chamisso-Preises in Barcelona beim Festival Cosmopolis. Es geht um einen hochbetagten ukrainischen Professor für Ornithologie, der nach Wien fährt, um dort zu sterben. In einem Grand Hotel möchte er sterben, er möchte im Luxus sterben und sein Leben luxuriös beenden, in einem Rahmen, in dem er nie gelebt hatte. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die ihm begegnen, unter anderem ein Taxifahrer, mit dem er ein Gespräch führt. Ich weiß, sagte Lewatzki und spürte sein Herz an die Pforten des Hirns klopfen. Wie lange bleiben Sie da? Ich weiß es nicht. Unsere Sprache sprechen Sie aber sehr gut. Das Lob aus dem Mund des pechschwarzen Mannes brachte Lewatzki zum Lachen. Woher kommen Sie? Fragte Lewatzki mit hartem Akzent. Aus dem Osten. Lewatzki machte eine Pause. Aus der Ukraine. Es fiel ihm auf, dass er log. Er log, obwohl er die Wahrheit sagte. Im politischen Sinn kam Lewatzki tatsächlich aus der Ukraine. Das stand schwarz auf weiß in seinem Pass. Doch historisch gesehen kam er aus zwei Utopien. Aus Österreich-Ungarn und der Sowjetunion. Nach Lüge schmeckte einzig und allein die Erkenntnis, dass Lewatzki zwei Staatssysteme überlebt hatte. Und es ist ja so, dass es mir grundsätzlich um außerordentliche Literatur geht bei dem Preis und erst in zweiter Linie um die Autorinnen und Autoren und Herkunftsländer und so weiter. Das mag alles mitspielen. Wichtig ist, dass es hier eine interkulturelle Literatur gibt, die man in anderen Bereichen der deutschen Gegenwartsliteratur nicht so findet, und genau das soll mit dem Preis ja prämiert werden. Die Ukraine kenne ich, sagte der Taxifahrer. Ich habe in Deutschland Nachrichtentechnik studiert. Mein Mitbewohner kam aus Kiew. Er hieß Petro und aß morgens immer saure Gurken, um seinen Kater in den Griff zu kriegen. Er scherzte gerne. Zum Beispiel sagte er, wenn ich mich am Kopf kratzte, nicht kratzen, waschen. Lewatzki brach in ein dreckiges Lachen aus und bat sofort um Entschuldigung. Ja, Petro war lustig. Haben Sie noch Kontakt mit ihm? Der Taxifahrer schüttelte den Kopf. Sein schwarzes Gesicht im roten Licht der Ampel schimmerte violett. Er ist tot. Er fror besoffen auf einer Parkbank im Winter. Oh, sagte Lewatzki. Ja, sagte der Taxifahrer. So etwas wäre ihm an der Elfenbeinküste nicht passiert. Da komme ich her. Lewatzki wurde der Taxifahrer mit jeder neuen Ampel sympathischer. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die diese Literatur schreiben, sind nicht Teil einer Gruppe. Natürlich, was sie verbindet, das ist über die Zuerkennung des Adelbert von Chamisso-Preises hinaus, sind Themen, Motive, auch Schauplätze, wo ihre Geschichten spielen. Und dazu natürlich, was sie auch verbindet, ein ganz eigenständiger, oft auch eigenwilliger Umgang mit der deutschen Sprache, den man ganz bestimmt eher dann entwickelt, wenn beim Schreiben noch andere Sprachen mitflüstern, mitsummen und mitschwingen.